Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung mit Weihnachtsbaum. 24. November heißt ein Monat bis Weihnachten, heißt Hardcore einstellen. Und Black Friday ist auch heute, heißt also, wir haben für euch frisch gepresste Deals bei Eurowings 30%, sogar 35%, bei ITA 30%. China hat die Einreiseregelung geändert. Wir dürfen 15 Tage lang ohne Visum in China einreisen, ab 1. Dezember als Deutsche. Und wir haben was aus dem Land von den Schokoladenmachern Belgien. Die wollen streiken. Und Hansens nochmal mit der 747-8er Allegris. Das Upper Deck macht Malesche, wie man so schön sagt, macht Probleme. Ich hoffe, ihr macht keine Probleme, indem ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst, aber auch ganz, ganz wichtig, unten kommentiert und ich werde auch die Fragen beantworten. Ich schwöre, habe ich ja auch gut gemacht, oder? Also, denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke und Like. China hat die Einreiseregelung überraschenderweise geändert. Also, wenn wir uns daran erinnern, was bei Covid los war, da war es ja so, man durfte gar nicht einreisen, bei Todesstrafe, hätte ich fast gesagt. Man war auf Zimmern, die Crews, wir hatten ja die Clubhouse-Chats, Mario erinnert sich sicherlich auch noch dran, die quasi eigene Bolzenschneider mitgebracht haben, weil die Zimmer, wenn die an Notausgänge waren, dass die Notausgänge mit Ketten verschlossen waren und dass man im Prinzip wie im Knast gehalten worden ist. Und deshalb ist diese Meldung vom chinesischen Außenministerium doch eine Überraschung, dass man jetzt ab dem 1. Dezember für folgende Länder, 5 europäische und Malaysia, ein visafreier Entry bis zu 15 Tagen ermöglichen möchte. So, diese Länder sind Niederlande, Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich, Malaysia. Also ab 1. Dezember bis 30. November 2024. So sagt der Text. Heißt also, dass man dann ohne Visum einreisen kann. Man braucht nicht zur Botschaft zu gehen, man braucht nicht Geld zu bezahlen, man braucht seinen Pass nicht abzugeben und hat dann Probleme. Das sind Sachen, die relativ cool sind. Genaues weiß man natürlich im Moment noch gar nicht, wie das ablaufen soll. Ich finde es spannend, es sind auch noch keine Botschaftsseiten abgedatet worden. Für mich persönlich ist das ein Riesenfortschritt und ich glaube, dass China für uns gerade sehr interessant ist, auch zu besuchen, von der Kultur her und alles. Ich habe es immer sehr genossen. Ich finde ja gerade so Hongkong oder sowas interessant, wo du auch diese Britishness noch ein bisschen hast. Und ich glaube, wir sollten uns mit Asien etwas mehr beschäftigen, weil Asien kommt auf. Ja, die gehen hoch. Ein Bekannter von mir, der bringt seinen Kindern auch Mandarin bei. Der hat ein Au-pair-Mädchen aus China immer und die sprechen Mandarin. Und die Kinder sprechen Mandarin. Das finde ich immer lustig und das erinnert mich auch an einen anderen Kumpel. Der ist in Kairo gewesen, sein Vater war Botschaftsangehöriger oder Goethe-Institut, was ja auch irgendwie Botschaft ist. Der spricht Arabisch wie ein Araber. Und ich finde das so lustig, da hast du so einen Deutschen, der dann Vollgas auf Arabisch gibt und die Leute gucken dann immer, oh. Also insofern China eine geile Geschichte. Bevor wir hier zu weit abdriften, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, ob das für euch etwas ist, wo ihr sagt, das ist etwas, da möchte ich jetzt nach China einreisen, mich haben die Visa davon abgehalten. Ich persönlich bin nach China auch mit Visum geflogen oder aber über diese komische Regelung waren es 96 Stunden. Man musste von A nach B nach C, also das heißt, man durfte nicht wieder zurück
und galt ja auch nur für einige Städte und Shanghai, glaube ich, sogar noch länger, die Stunden, die man machen durfte, also Tage. Insofern doch eine coole Geschichte. Deshalb die Frage des Tages, ist die neue Visa-Regelung in China für euch der Grund, jetzt nach China zu reisen? Kommentiert unten. Ich wackel jetzt auch mal am Tisch, ne? Ihr seht ja jetzt am Tannenbaum, das wackelt. Also der Tannenbaum, der wackelt auch. Ja, alles klar. Das zweite Thema, was wir haben, ist etwas uncooler. Und zwar ist das Brussels Airlines. Brussels Airlines ist aus der Lufthansa-Gruppe, aber die Cabin Crew möchte vom 1. bis zum 3. Dezember 3 Tage streiken. Ist natürlich sehr unangenehm. Die Union, also die Gewerkschaft, sagt, dass man dort jetzt wirklich Gas geben muss, weil man von dem Management keine adäquate Antwort bekommen hat und sich nicht ernst genommen fühlt. Und die Piloten haben übrigens auch eine Notice of Strike gegeben. Das heißt also, auch die streiken. Da ist bei denen also ganz in Lufthansa-Manier Heckenbrand angesagt. Wenn wir uns das mal angucken, ist es so, dass man seit 2020 die Restrukturierung hat. Und das sind natürlich Themen, die immer noch nicht gelöst sind. Und da gibt es dann noch Probleme, wo man sagt, da fühlt man sich ungerecht behandelt. Heißt also auch mit Änderungen in Bezug auf Urlaub und so weiter und so fort, die aus diesen Sachen resultieren, dass man damals den Bankrott vermeiden wollte. Und die Gehaltserhöhungen, die haben sich nicht eingestellt, wie man versprochen hat. Alle Fluggesellschaften machen ja im Moment Geld. Wie Freddy sagt, wenn die Fluggesellschaft kein Geld macht, in jetziger Zeit selber schuld, selber doof. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr davon betroffen seid. Ich selber hätte fast einen Flug mit Brussels gebucht in dem Zeitraum. Aber das habe ich dann doch gelassen, ehrlicherweise. Was man bei der Lufthansa auch irgendwie gelassen sagen muss, das ist das Thema Allegris. Und da muss man dem deutschen Ingenieurswesen doch sagen, dass sie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich finde es mittlerweile peinlich. Ich meine, man weiß ja, was man im Upper Deck einbauen kann. Man weiß, was die Sitze wiegen. Man weiß doch alles, was da funktioniert. Und dann kommt dann so eine halbgare Geschichte, dass man sagt, ja, also wir wollen dann mal vielleicht hinten so ein Gewicht einbauen, aber trotzdem die alte lassen. Und ich meine, Allegris ist ja jetzt nicht so, dass man das erst seit gestern entschieden hat, was man da machen möchte, gerade in der Business. Und jetzt kommt die neueste Sau durchs Dorf, dass jetzt in 2024 endlich mit dem Allegris-Konzept gestartet werden soll, dass wir das auch in Flugzeugen haben und wirklich auch mal, dass es fliegt, ist es so, dass natürlich die 747-8 mit dem, ja, eine 737 oben auf dem Dach hat. Und da ist es halt so, dass man dort eh schon kopflastig ist. Und wenn man da jetzt noch was Schweres einbaut, müsste man im Heck dann irgendwelche Gegengewichte einbauen. Und wir wissen ja alle, in der Aviation ist es natürlich relativ problematisch. Jetzt kommt so, dass das Thema folgendes ist, festhalten, weniger Sitze einbauen, damit man das Gewichtsproblem nicht hat. Und das ist dann halt so, dass man die Business Class umrüsten möchte, aber dann nur noch 23 anstatt 32. Und das ist doch etwas, was man wirklich nicht sagen muss, dass das top ist. Ich meine, für uns als Passagiere ist das top, aber für die Lufthansa Profit, ne? Also das heißt, das ist da richtig ein Thema, dass man halt Umsätze verliert. Und vor allem, wie will man da die Sitze einbauen? Das ist ja im Prinzip eine 737. Und da hast du dann halt auch nicht die Möglichkeit, diese komische Suite vorne einzubauen und so weiter. Also ich bin da mal gespannt, wie das werden soll und ob Lufthansa sich da mit der Allegris nicht wirklich ins Knie geschossen hat, abgesehen davon, dass das ja, wie wir schon spotten, leider, wenn es kommt, schon wieder veraltet ist. Sorry to say. Ich bin mal gespannt. Übrigens, da fällt mir ein, Mario kann Sonntagabend nicht. Mal gucken, ob wir das vorher aufnehmen können, so wie ich es jetzt mache, pre-recorded halt, semi-live. Und dann werden wir das Thema mal besprechen mit Mario zusammen, wie das so ist. Inwieweit ihr da jetzt sagt, stellt euch nicht so an, oder Mario sagt, stellt euch nicht so an. Also vielleicht ist es ja auch diese 23 Sitze, a blessing in disguise, wie es so schön heißt. Nächstes Thema. Und zwar
haben wir das Thema Eurowings. Eurowings ist natürlich ein schönes Thema, weil Eurowings ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie wir tun, oder? Aber sie haben halt auch Deals. Und zwar 35% Rabatt mit den Black Friday oder Black Fly Deals. Und diese Black Fly Deals geben bis zu 35% Rabatt. Und wenn man sich die Preise mal anguckt, ist es doch relativ cool. Wichtig ist, dass es sich immer um One-Way-Preise handelt, sodass es Sinn macht, direkt Hin- und Rückflüge abzufragen. Man sollte aber auch schauen, dass man halt wirklich weiß, dass man auch dann fliegt, weil diese Deals nicht umbuchbar sind. Und ist auch nur Handgepäck. Also das heißt, es kommt noch einiges dazu. Nur damit ihr es wisst, ich denke mal, dass dieser Black Friday Sale und diese Black Fly Deals für jeden einen oder anderen vielleicht eine coole Sache sind, um eventuell einen Positionierungsflug zu machen oder aber auch, um einfach mal aus dem Schietwetter wegzukommen. Und wir haben natürlich noch einen anderen Deal und das ist relativ cool bei dem, ich sag jetzt mal, bei dem möglichen Neumitglied von Hansens. Und da muss ich, darf ich nicht vergessen, dass ich die Zeit eintrage, weil sonst beschweren sich wieder die Leute, wo die Zeit geblieben ist. Gibt es 30% Rabatt. Also wenn man ab dem 22. November bis zum 27. November von Deutschland an alle Reiseziele mit dem Reisedatum 1. Dezember bis zum 31. März, Economy Light ist nicht inbegriffen und nur Premium Economy und Business Class, kann man dort mit dem Aktionscode BLACK, das muss man alles in Großbuchstaben schreiben, BLACK, B-L-A-C-K, dann kriegt man halt diesen Rabatt. Und das ist bei IKEA, das gilt auf alle Business-Class-Tickets, auch auf Langstrecke. Man kann ein wenig rumspielen, man kann auch von Deutschland fliegen nach Asien oder so weiter. Da gibt es sogar Möglichkeiten für 1.500, 1.600 Euro Ziele zu finden. Also ich finde diese Deals persönlich relativ cool, wenn man das benutzen kann. Und wenn man im März haben wir vielleicht Glück und es gibt irgendwie schon für Lufthansa. Ne? Aber nein, glaube ich eher nicht. Dann haben wir heute die Sendung wieder relativ schnell über die Runden gebracht. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, Kanalmitgliedschaft, aber auch zum Stammtisch zu kommen. 18. Januar, Frankfurt. So, fertig sind wir. Und was wollte ich machen? Abspann für euch. Hier ist er. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. Thank you.